Grüß euch, ich bin der Matthias Klampfer aus Feldkirchen. Wie ihr seht, haben wir eine sehr sportliche Jugend bei uns. Und genauso hat es bei mir auch angefangen. Mit 14 habe ich zum Gewichtheben angefangen. Und natürlich auch mit anderen Sachen, Skifahren. Und ich bin dann auch bei Wettkämpfen gestartet und bin Jugend- und Juniorenstaatsmeister gewesen im Gewichtheben. Und dort haben sie mich dann auch irgendwo entdeckt bei den Bobfahrern. Und dann habe ich die Ausscheidung für die Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck. Bin ich mitgefahren, die Ausscheidung, aber wir haben halt eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. Und trotzdem war das eine ganz lässige Erfahrung. Nach meiner aktiven Wettkampfkarriere als Gewichtheber habe ich mich dann eher in Richtung Funktionär und Trainer begeben. Und dann bin ich im Jahr 2000 zum Obmann vom Sportverein Feldkirchen fast einstimmig gewählt worden. Bis auf die Stimme von meiner Frau, die hat geglaubt, ich bin zu viel fort. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und meine große Leidenschaft war immer schon die Arbeit mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Und man kriegt einfach unendlich viel zurück. Und wie man sieht, Sport hält einfach jung.